Welcome to unsere plötzliche Klingestund über Radio Debris in Elmer, Ontario. Hallo Kinga, hier bin ich soon Frau Maria. Feiert mal an unsere Geschichte, vertalt euch jünd von Josh und Ben. Sie haben ihr der olle Tante Craig Supp und frisches Brot gebracht. Und weil sie erbrennt halt meist olle wir, hackten sie noch mehr halt, so dass die Tante doch nicht frieren brückt. Und sie haben überhaupt nicht gemerkt, wo sich dort Ware geändert hat. Als sie dann am weichen Haus wären, fängt dort an zu schneien. Und dort schneit und schneit und schneit und dort ward so windig, dort jäuf einfach ein Schneesturm. Sie hielten sich auf fast und hing, so dass sie sich nicht verlieren würden. Und endlich kam sie wings bei den Wald, wo die kleine Kot wir. Und sie tosten sich durch so lang bei der Wand, bat sie die Dörfung und ging durch den. Die Fall hinge ernt tau. So Josh, dort habe ich geschafft. Heute sah sich du bekannt von den einzigen Stellen, wo du in der Stube du. Evens jäuft du an der Kurtplatz noch ein Dash, ein kleines Aulet Bad und ein Oven. Ben ging beim Fenster stehen. Dort spüten alles wit. Einfach nicht hier leiden, wie busig dort jet. Dann dreht er sich um und checkt sich du an der Aule Kurt rum. Besieht den Oven, du stund ne Brennholzkist. In de Wirfall. Ben de voll sich leicht. Eigentlich, dort du halt es, seht heu. So dann würde uns diese Kot auch noch nicht viel nutzen. Wir möchten unbedingt hätten. So dann würd wir diese Nacht verfrieren. Josh kickt am so stier an. Diese Nacht? Meinst du, der Schneesturm dirt so lang? Ben duckt an meinen Kopf. Er kickt weiter zum Fenster rüt. Einzig mal dir dort drei Deel, meint er. Dort stimmt, sieht Josh. Am wahrsten haft er doch mal einen Schneesturm gejeft, wo drei Deel dir. Aber die meisten Schneesturms wären viel tärter. Hier jeft er doch einzig Schneesturm, wo du nur ein Dachel verbiesen. Er hat die Helm bloß eine Nacht an, sieht Ben. Aber warum macht wieder trotzdem han? Josh duckert mit dem Kopf. Heu merkt ja nu all, dort am de Kalt langsam am Regen abkraub. In dieser Nacht wird dort bestimmt noch kalter worden. Heu stund ab und tost mit de Hand ab dort Bratraum, wo du ewe dort Bad ohne Wand ungenäult wie. Hier sind Schwefel, seht heu. Aus ich im Sommer hier wie? Funk ich dir du, ob ich hatte nicht gebrückt. Du will ja dann noch kein Brennholz an der Kist. Am Herbst und am Winter sollen die Forme, wo du dich bewohnen durfst, dort du immer halt an der Kist ist. Hier haben sich auch mehrmals Lied für einen Schneesturm an Sicherheit gebracht, erklärt Ben. Er lädt zwei Haltbieter an den Ofen. Sogar ein bisschen Papier wird du zum Anstecken eine Kiste. Ben nahm die Schwefel und bald flacker du ein feines Feuer am Ofen. Sie mussten sich ganz dicht beim Ofen durchsetzen, so dass sie dort Wärme auch sperren können. Willst du dir nicht dicht wie, püste Wind du easy kalte Luft an die Stufe nennen. Und stellt die Sorten sei so durch für den Ofen. Und dann fängt Josh an. Tüs wollen die sich bestimmt all Sorgen merken. Ben duckert mit dem Kopf. Normalerweise würd die Vehikel wahre Tree sein, wenn wir nicht noch dort Halt gehackt haben. Ein Glück, dass wir das getan haben. Wenn der Schneesturm wirklich so lang anhält, dann hat die Mrs. Craig bald kein Brennholz mehr gehabt. Josh wie ein bisschen stellen und frucht heu. Glaubst du, die wollen uns Segen kommen? Nicht besonders wahrer, jäuft Ben zur Antwort. Harch mal, wo dort die Büten jült.
Du würden sie dort nicht schaffen, durch den Schnee zu kommen. Keiner kann nu hinge wehe sein. Sie wären Warenstücke stell. Ben tickt nur dort vier, wo du so fein am Ofen brennt. Und an tickt er, wieviel halt du noch wir. Sie mussten so sparsam und mehlig du mit umgehen. Aber eint wirst du sicher. Für 3 Tage wird dit halt nicht zu reden. Der Sturm läuft nicht nu. Der reut unter dem Kutendach, der jühlt durch den Wald, so dort die Bäume sich alle bühen. Der piept durch jede Rätz und juch immer nie Schneeflocken für sich an. Der kleine hält eine Kut, knurrt alle Wehen. Aber der bleibt die Wehen stehen, der fall von den Sturm nicht an. Und wir für die Bad Junges, wo du bern wirn, in feiner Schutz, so aus ne Insel, mitten am Meer. Josh und Ben fangen an, sich Geschichten zu vertellen, so dort die Tietbusier vorbeijink. Inzwischen entstünden sie ab und hupsten ein bisschen in die kleine Stube rum. Sie schlagerten mit ihren Arms und mit ihren Beinen und probten sogar Hesterkopf zu schalten, so dort sie warm bleiben. Sie eiten jeder ein Opel ab, und dort Pungeltje, was Mrs. Craig entgejeft hat, und dann auch noch jeder ein kleines bisschen Chocolates. Dort wie er Unkas. Feierabel, dort sind 2 für jedem. Und dann haben jeder noch 5 steckiges Chocolates, regen Ben sich ut. Mit dit, mat wie so lang und smählich vor dich wohnen. Wir würden uns noch kein Schneuteu kehren, schlug Josh fair. Du steht in Gruppen auf den Ofen. Und wo wirst du Schnee hineintrieren, frug Ben. Der kann ich nicht aufmerken. Aber das Fenster, sagt Josh, das geht jedoch nem Sieden. Du püst den Sturm nicht so sauer. Und was heute zum Trinken, dort wird uns nu gleich Schlache fallen, oder? Dort muss Ben auch teilgeben. Josh nimmt den Gruppen, der will alt und ein bisschen verrastet. Und Ben, der probt das Fenster aufzumerken. Endlich schafft dort, und Fuß sträumt du eiskalte Luft an die Stufen. Spodi, raubt er jen dort Jühlen von den Sturm. Josh bücht sich weit über das Fenster rüt und faut ne Ungen. Der Schnee, der lag hier ungefähr ein halber Meter hoch. Er hielt den Top in eine Hand und schäffelt mit der anderen Schneidern, was der Fall wir. Ah, vor dich! Seht hei. Ben mögt dort Fenster war er tau. Easy, kalt ist dort hier, Ben, seht hei. Aber Josh hier dort nicht. Hei stahl den Gruppen am Ofen und lädt noch ein Biet halt und an. Nu warst du mess, wird's heute ein Teu kriegen, seht er. Aber dort geht furchtbar lang, aber dort wird er kehrt. Wo soll wie verheb ich trinken, frug Ben. Kannst du hier erst wo draußen sein? Josh kickt sich an. No, meint er schließlich. Draußen wird es hier doch wohl nicht geben. Na jo, dann trinken wir einfach in Gruppen. Das wäre nicht so appetitlich, aber das schafft. Sie stellten den Gruppen zum Aufkühlen ab der Flur. Dann büch sich Josh zu Reva. Und er trank schluckwies. Krieg so es Miss Amelia, wann so ut er wut er kommt gedrängt. Gläuf Ben und schmüstert. Aber bei Arm sache doch nicht viel anders. Dort ewe je, dort helfe noch für Marien, seht Josh. Dann brug wir auch noch wahre Wort zum Trinken. Ben duck an matten Kopf. Wahre kickt er nur dort Brennholt. Der Bett Junges, die sollten so dicht und mehlig umüben. Und find staut, hang sie alle bed ihre eine Gedanken nu. Wo lut mocht dat all sein? Frug Josh und staut Luther. Ben, die hauf seine Schultern ab. Ack wird nicht krack weiten. Vielleicht so bi 8? Josh duck an meinen Kopf und tickt ware, wo dort 4 am Ofen knistert. Tüs würden sie nu jruts unkassi jeten han. Und für Katie und Debbie, wo dort langsam tiet worden,
te bad te goon. Hoomtlich as pa noch ferm storm ne hüsse kum, dacht hoi. So stand wud je mam sich fach mes dout ängsten. Aber dort dei se bestemt sowieso, wils hoi Josh ook nich ne hüsse kum wie. En sine Eltern wüssten ook nich, dort hoi mat Bern taub hinge wees wie. Bestemt dachten sei, dort hei ganz allein wie an dessen Sturm. Er wun se sich verheb gwech sorgen am merken. Sally Ann ere wie de klungen am immer nach ene Uhren. Dort ess bloß nicht dat selfse, du bist bis einfach nicht erreichter sehen. Abi hod gesagt, dort hei dort ab keinen Fold leuven soll. Und Bern hod je ook gemeint, dort Sally Ann bloß einfach keine Ahnung kod. Und Josh wisst auch, dort Ben und Abi reich wären. Aber trotzdem kämen am manchmal so ne Gedanken, wenn he da auch krank nu nicht brücken können. Dort wir sowieso alles so anheimlich hier in dieser Kut. Dort wir so düster, die Schneesturm büten. Und so allein. He kickt nu Ben. Da wir auch da an Gedanken und kickt nu dort vier. Und Josh, die können mal ruhig offen sein, dort seine Lappen sich bewegen. Dass du beten? Frug hei. Ben tagt ein Bett. Jo, antwortet hei. Ich kann dort auch all die tun, sagt Josh still. Ich verjet mir dort am Bett beten, wenn ich erst die Bett ha. Ben duckert mit dem Kopf. Pa sagt, dort der Herr Jesus immer weit bei uns dort geht. Und dort der immer bei uns ist. Auch hier in dieser Kut? War er duckert Ben mit dem Kopf. Krieg, wenn wir Angst haben, dann ist er bei uns, sagt mein Pa. Josh brüht ein bisschen Halt auf und rubbelt dort zwischen seine Fingers. So ist ein guter Freund, meint er. Gute Freund sind ja auch immer da, wenn einem dort schlecht geht. Na jo, wings mischen Tiet sind die da, seht er noch hänger an. Sie kann ja nicht immer kommen, so ist nüt zum Beispiel. Hei dachte an Old Jim. Dort wie immer sein bester Freund gewasst, von dann aus sein Paar nicht mehr gelebt hat. Der hat immer Tiet gehabt für Josh. Bloß nu de letzte paar Wochen nicht mehr. Der hat auch nu einmal so trocken, vertellt Josh auch lang nicht mehr so viel, als er ihr schon mal deut. Aus du wort von so wie, wat diese Mrs. Clara vertellt hat? Of old Jim dort wirklich hat mit irgendes Falschheiten zu tun gehabt? Er hat ihn nu ob eins auch, wer er irgendes wort am drehen? Of er ob einmal die Dinge brückt, wat an der Kiste wären, wo er nicht nennen kann? Josh den Scherer dort geruze, wann er du andacht. Ben checkt ab. Fristi? Frug er. Bloß ein bisschen, brummelt Josh. Ein Ost knackt zwei und vier, so dort die Funken spritzten. Hast du Angst? Frug Ben wieder. Josh weiß nicht, wo's was er sein soll, aber schließlich sieht er, jo, du auch? Ben duckert mit dem Kopf und tickt waren er dort vier. Jo, er hat Angst. Hei hat Angst, dass dort Brennholz nicht taugen wird, dass sie hier vielleicht verfrieren oder verhungern müssten, dass sie nicht würden eine Tiet fingen. Beten, dort habt ihr in die Angst, sagt Josh ganz still. Und ganz allein sage wir hier auch nicht, wenn der Herr Jesus doch bei uns ist. Ben schluckt ein Pummel und duckert mit dem Kopf. Jo, sagt hei, beten halbt wirklich. Vielleicht so wie noch einmal beten. Das so wie der Geschichte. Glaub ihr auch wirklich, dass dort beten halbt? Der Leibe Gott leicht dort, wenn wir zu anbeten.